Dieser letzte Vortrag aus der Reihe »Unglaublich, aber mathematisch wahr« wird dem Titel dieser Reihe höchstwahrscheinlich vollkommen gerecht werden. Ich werde Ihnen wirklich etwas Unglaubliches erzählen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das Unglaubliche, was ich Ihnen erzähle, ist auch angedeutet in dem Plakat unter dem Titel »Die Sonne und die Erbse«. Sehen Sie da etwas Buntes? Und darunter dann natürlich noch die Logos der Ministerien, die uns unterstützen. Das ist auch unglaublich. Aber dessen sind wir sehr dankbar. Wir haben jetzt sogar, also nicht nur vom Ministerium, wir haben sogar von Privatmenschen jetzt Unterstützung bekommen, gerade jetzt. Wir sind fast beschämt. Also es ist sehr, 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 sehr schön, wenn Sie uns wirklich immer dabei unterstützen. Aber das Wesentliche ist oberhalb dieser Logos, nämlich dieses Bildchen, das ich also hier vergrößere. Das zeigt etwas Eigenartiges, eine Kugel, dann irgendetwas Zerfallenes, dann zwei Kugeln. Es handelt sich nämlich um Folgendes. Sie gehen aus von einer Kugel und diese Kugel zerlegen Sie in ein paar Teile. Das wird hier angedeutet. Wir zerlegen sie in ein paar Teile, endlich viele Teile. Und die werden wir irgendwie drehen und verschieben. Und wenn wir das gemacht haben, setzen wir sie wieder zusammen und dann entstehen zwei Kugeln. Und die sind beide gleich groß wie die erste. Und das will ich Ihnen zeigen heute. Und das ist mathematisch wahr. Ich will vielleicht eher sagen korrekt. Ich spreche zum Schluss ein bisschen darüber. Der Punkt ist der, wie man die Kugel richtig zerlegt, also so wie ich sie angedeutet habe, so ist es nicht. Irgendwie anders. Aber wir werden sehen, wie es geht. Also ich zeige es Ihnen wirklich vor. Also aus 1 wird 2. Und die 2, die aus dem 1 werden, sind genauso groß wie das 1 vorher. Das ist der Punkt. Und das ist eigentlich nicht so überraschend. Das hat schon der große Galileo Galilei gesehen, dass das ganz eigenartig ist, nämlich er hat es erkannt an den Zahlen selbst. Also Sie sehen hier links aufgereiht, heute nennt man sie die natürlichen Zahlen, beginnend mit 0, also das haben uns die Informatiker eingebrockt, dass man mit 0 jetzt anfängt zu zählen, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 und so weiter. Und es hört nicht auf. Und Sie haben hier diese unendliche Zahlenreihe und sie geht hinunter in den Keller bis zum Erdmittelpunkt und darunter hinaus und über Neuseeland und dann geht es weiter, weiter, weiter und es hört nie auf, diese ganze Zahlenreihe. Und nun schreiben wir diese Zahlenreihe noch einmal auf, so wie sie eigentlich anständig ist, nämlich mit 1 beginnend, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter. Und was Galilei festgestellt hat, ist, rechts sind genauso viele Zahlen wie links. Das ist doch klar. Denn die 1 links ist die 1 rechts, die 2 links ist die 2 rechts, die 3 links ist die 3 rechts und so weiter. Und es sind auch rechts unendlich viele. Nur links ist um eine mehr. Und das war für Galilei tatsächlich ein Paradox. Galilei hat gesagt, das ist doch höchst eigenartig, dass unendlich, wenn ich 1 wegnehme, nämlich wenn ich 0 wegnehme, wiederum unendlich bleibt. Aber Galilei hat sogar noch ein größeres Paradoxon entdeckt. Also er betrachtet die Reihe der Zahlen, also ich mache es klassisch, wie es richtig gehört. Man beginnt beim Zählen mit 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Und nun hat Galilei gesagt, unter diesen Zahlen gibt es ja welche, jede zweite, die, wenn man sie durch 2 teilt, immer den Rest 1 lässt, die nennt man ungerade. Also das sind diese grünen, das sind die ungeraden Zahlen. 1, 3, 5, 7, 9 und so weiter. Und Sie sehen, 1 ist die erste ungerade Zahl und 3 ist die zweite ungerade Zahl und 5 ist die dritte ungerade Zahl und 7 ist die vierte und 9 ist die fünfte und 11 ist die sechste und 13 ist die siebte und 15 ist die achte. Also jeder ungeraden Zahl kann eine Zahl umkehrbar eindeutig zugeordnet werden. Und da bleiben aber links noch ein paar Zahlen übrig. Nämlich 2, 4, 6, 8, 10 und so weiter, die geraden Zahlen. Und Galilei sagt, ja,
2 ist die erste gerade Zahl und 4 ist die zweite und 6 ist die dritte und 8 ist die vierte und 10 ist die fünfte und 12 ist die sechste und 14 ist die siebte und 16 ist die achte. Also Sie sehen, Sie haben alle Zahlen und ich kann mit einem gewissen Trick erzeugen, aus allen Zahlen, die geraden Zahlen nämlich, die ungeraden Zahlen, rechts sind doppelt so viele Zahlen wie links und trotzdem gleich viele. Also unendlich ist dasselbe wie unendlich plus unendlich. Also ein bisschen sind wir schon dem Paradox näher gekommen. Sie sehen, es ist auch das Unendliche in Wirklichkeit dahinter. Aber ich habe ja gesprochen von Kugeln und ich habe davon gesprochen, dass ich sie nicht in unendlich viele Teile zerlege. Da würden Sie vielleicht sagen, nein, wenn man unendlich viele Teile nimmt, das kann ich mir ja nicht vorstellen. Aber ich zerlege die Kugeln nur in endlich viele Teile, das werde ich Ihnen zeigen. Und trotzdem gelingt es. Wie geht das? Nun, da muss ich jetzt weit nach vorne gehen, ungefähr nach 1870, 1875, zu dem deutschen Mathematiker Georg Cantor, dem Erfinder der berühmten Mengenlehre, die in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts in den Schulen Einbruch gehalten hat. Der Spiegel, das war das erste Mal, wo der Spiegel sich der Mathematik angenommen hat, und der Spiegeltitel hat gelautet, macht die Mengenlehre krank. Und es ist tatsächlich so, die Mengenlehre, die in der Schule unterrichtet wurde, das sind nicht die tiefen Geheimnisse der Mengenlehre, die bei Georg Cantor zum Zuge kommen. Und trotzdem hat sie einige Verwirrung gestiftet. Also wir gehen zu Georg Cantor und Sie werden sehen, es ist am Anfang eigentlich ganz einfach und es wird auch nicht allzu schwierig werden. Wir betrachten, damit ich dieses Beispiel sozusagen richtig vorbereite, dann für die Kugeln, betrachten wir nicht eine Kugel, sondern zunächst einmal einen Kreis. Und eigentlich würden Sie sagen, ein Kreis, das ist doch eine richtige Kreisscheibe, aber für mich soll es Kreis sein, eine Kreislinie. Wie auch die Kugel, und ganz zum Schluss wird es die Vollkugel sein, aber die Kugel, wie wir das später betrachten werden, ist eigentlich die Kugelfläche, also die Kugelhaut, nur die Oberfläche. Ebenso betrachten wir beim Kreis nur diesen Kreisrand. Also diesen Kreisrand betrachten wir und den Mittelpunkt, der natürlich nicht zum Kreis gehört, aber den Mittelpunkt brauchen wir, damit ich Ihnen erklären kann, was ich meine. Ich betrachte auf diesem Kreis einen Winkel Alpha. Und ich habe den Winkel Alpha zunächst einmal genommen, 120 Grad. Ich hätte auch 60 Grad nehmen können, dann würde der Vortrag doppelt so lang dauern. Ich nehme 120 Grad. 180 Grad wäre schneller, aber das würde dann den Trick nicht so gut hervorbringen. Also ich nehme 120 Grad für Alpha. Es sollte wirklich ein schöner Teiler von 360 Grad sein. Ja? Also 120 Grad. Nämlich, wenn ich diesen Winkel 120 Grad nehme, Alpha, und ihn noch einmal abtrage, dann habe ich also Alpha und noch einmal Alpha. Und ein drittes Mal abtrage, dann habe ich also Alpha und noch einmal Alpha und ein drittes Mal Alpha. Dann komme ich zum ursprünglichen Schenkel zurück. Und dann ist es natürlich klar, wenn Sie jetzt betrachten auf der Kreislinie ein paar Punkte, sagen wir diese vier Punkte, und wenn ich diese vier Punkte um diesen Winkel Alpha, also 120 Grad, drehe, dann werden diese vier Punkte um 120 Grad gedreht und auf diese Seite des Kreises hinübergedreht. Also einmal um Alpha gedreht. Und jetzt drehe ich diese Punkte, die ich dort gefunden habe, noch einmal um Alpha, also Alpha und noch einmal Alpha. Ich deute das daran, dass ich Alpha neben Alpha schreibe. Sie könnten sagen, warum schreiben Sie kein Plus daneben? Das könnte ich machen, ja. Aber einfach nur aus Komprimation, also damit ich das fester zusammenpicken kann. Und ich habe nur eine endlich große Tafel, schreibe ich einfach Alpha, Alpha, also Alpha und noch einmal Alpha angewendet auf die Punkte. Da bekommen wir sie hier unten. Und wenn man ein drittes Mal Alpha anwendet, dann kommen die Punkte wieder in die ursprüngliche Position zurück. Weil das ist das Wesen von 120 Grad. Und bei 60 Grad müsste man halt das Ganze sechsmal durchführen und bei 45 Grad müsste man es achtmal durchführen und Sie können sich das vorstellen. Und das ist kein großes Wunder. Und damit wird die Kreislinie selbst auch noch nicht erfasst, sondern ich habe halt nur diese paar Punkte. Und jetzt wählen wir aus dem Kreis eine Menge aus, Menge, nämlich ich wähle aus dem Kreis jene Menge aus, die der Bogen ist von 0 Grad bis 120 Grad.
0 Grad dabei, 120 Grad gerade nicht dabei, diese Menge wähle ich aus, diesen Kreisbogen. Das ist die Auswahlmenge. Und wenn ich diese Auswahlmenge nehme und auf Si Alpha anwende, also Si um 120 Grad drehe, dann bekomme ich diese größere Menge. Und wenn ich sie noch einmal um 120 Grad drehe, dann bekomme ich den ganzen Kreis. Also die Auswahlmenge, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist so gewählt, dass jeder Punkt der Auswahlmenge, wenn man dreht, immer auf einen anderen Punkt kommt, nicht auf einen Punkt der Auswahlmenge selbst oder auf einen anderen gedrehten Punkt der Auswahlmenge. Der ist sozusagen, der macht es selbst für sich. Aber wenn ich dann die gesamte Auswahlmenge gedreht habe, habe ich den ganzen Kreis. Und woran liegt das, dass das so einfach ist? Das liegt daran, dass wenn ich Alpha dreimal drehe, ich praktisch 1 bekomme. Dann habe ich, ist nichts passiert. Alpha dreimal gedreht ist so viel wie nichts geschehen. Jetzt können wir uns fragen, jetzt, also das hätte Cantor gesagt, das ist nicht meine Theorie, das weiß sogar schon ein Steinzeitmensch. Da hat er recht. Aber was ist, wenn Alpha nicht 120 Grad ist, sondern irgendein krummer Winkel? 123,348,75,812 und so weiter. Irgendein scheußlicher Winkel, wenn man so sagt. Also scheußlich in dem Sinne, das Verhältnis von Alpha zu 360 Grad ist, wie man sagt, irrational. Kein Verhältnis von ganzen Zahlen. Irgendein eigenartiger Winkel Alpha. Wenn ich den noch einmal drehe, komme ich da runter. Und wenn ich den weiter drehe, hier bei diesem Winkel, dann komme ich nicht mehr zum alten Schenkel zurück. Komme ich gar nicht zurück. Und wenn ich weiter drehe, komme ich zu keinem Schenkel zurück, wieder ein neuer. Und wenn ich weiter drehe, komme ich wieder zu keinem alten Schenkel zurück, wieder ein neuer. Und wenn das Verhältnis wirklich, wie man sagt, irrational ist, dann werde ich nie mehr einen Schenkel erwischen, den ich vorher schon gezeichnet habe. Nie, nie, nie. Auch wenn ich lange drehe. Nie. Nicht? Und jetzt drehe ich noch länger und ich betrachte jetzt ein paar Punkte. Da habe ich 4 Punkte genommen. Sie könnten auch 1712 Punkte nehmen, das habe ich mir erspart. Also 4 Punkte reichen. Ja? Und Sie drehen diese Punkte einmal um den Winkel Alpha. Da kriegen Sie sie da drüben. Und ein zweites Mal um den Winkel Alpha. Da kriegen Sie sie wieder rechts unten. Und ein drittes Mal um den Winkel Alpha. Da kommen Sie nicht zurück, sondern da fallen Sie wieder woanders hin. Und ein viertes Mal und ein fünftes Mal. Und die Punkte bekommen immer eine andere Position. Und wenn Sie so weiter drehen und weiter drehen und weiter drehen, so werden die Punkte den Kreis dicht auffüllen. Aber es werden immer noch einzelne Punkte sein. Es ist nicht der Kreis. In Wirklichkeit, und das hat Cantor erkannt, bleibt diese Menge, wie er sagt, immer noch abzählbar. Sie ist wie Staub. Staub kann relativ dicht sein, Sie wissen das. Aber es ist trotzdem Staub. Es ist nicht der Kreis. Nie wird da ein Bogen entstehen, nicht einmal im kleinsten, sondern immer nur einzelne Punkte. Staubförmig. Aber, und das sagt Cantor, und das ist sozusagen sein Beitrag zu dem, was ich Ihnen heute erzählen möchte. Es muss so etwas geben. Wenn ich all die Drehungen Alpha, 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 Alpha und so weiter, wenn ich all diese Drehungen durchführe, ich gehe von einem Punkt des Kreises aus und schaue mir, welche Punkte da herauskommen. Unglaublich viele, unendlich viele. Aber es bleiben noch Lücken. Gut, es bleiben noch Lücken. Dann nehme ich einen nächsten Punkt aus der Lücke, drehe ihn auch. Immer weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter. Wird sehr dicht. Aber es bleiben noch immer Lücken. Gut, nehme ich einen dritten Punkt. Und es bleiben immer wieder Lücken. Nehme ich einen vierten Punkt. Und es bleiben immer wieder Lücken, obwohl ich ihn durchgedreht habe. Und es werden immer wieder Lücken bleiben. Aber Cantor sagt, es muss so eine Menge geben. Die nennen wir eine Auswahlmenge. Und ich weiß nicht, wie sie aussieht. Ich habe keine Ahnung, wie sie aussieht. Aber diese Auswahlmenge von Punkten auf der Kreislinie
ist derart gestaltet. Jeder Punkt von dieser Auswahlmenge, wenn ich ihn drehe, fällt mit keinem anderen Punkt der Auswahlmenge, wenn ich den drehe, zusammen. Sonst wäre er nicht dabei. Also jeder Punkt in der Auswahlmenge, wenn ich ihn drehe, fällt mit keinem anderen Punkt der Auswahlmenge, wenn ich ihn drehe, zusammen. Nie. Aber wenn ich all diese Punkte der Auswahlmenge drehe, dann bekomme ich den ganzen Kreis. Und so eine Auswahlmenge, sagt Cantor, gibt es. Ich schaue mir halt all diese Punkte an des Kreises. Ich weiß, wenn ein Punkt noch nicht dabei ist bei der Auswahlmenge, dann nehme ich ihn halt noch einmal dazu. Und vergrößere, bis ich die Auswahlmenge habe. Und wie sie aussieht, weiß er nicht. Also wir merken uns, für das, was kommen wird, es gibt so eine Auswahlmenge von diesen Drehungen. Die erzeugt, wenn man alle Drehungen anwendet, die ganze Kreislinie. Und nun möchte ich Ihnen etwas von der Kreislinie noch zeigen, was wichtig ist, weil es einen Unterschied macht zur Kugel. Wenn Sie nämlich eine Drehung Alpha betrachten auf der Kreislinie und eine zweite Drehung Beta, also eine rote Drehung und eine blaue Drehung, und die rote Drehung zuerst durchführen und die blaue Drehung danach durchführen. Da passiert dasselbe, wie wenn Sie mit der blauen Drehung zuerst beginnen und dann die rote Drehung nachführen. Also ob ich zuerst rot und blau drehe oder ob ich zuerst blau und rot drehe, ergibt die gleiche Drehung. Oder wie man sagt, dieses Drehen auf dem Kreis ist kommutativ. Ja? Das Drehen auf dem Kreis ist kommutativ. Zuerst rot, dann blau, oder ein anderer kommt und sagt, zuerst blau, dann rot, das ist kommutativ. Kommutativ ist zum Beispiel, wenn Sie einen Tee trinken, dass Sie zuerst die Zitrone reingeben und dann den Zucker, oder zuerst den Zucker reingeben und dann die Zitrone. Das ist kommutativ. Nicht kommutativ ist beim Tee, wenn Sie zuerst den Zucker reingeben und dann den Tee trinken, oder zuerst den Tee trinken und dann den Zucker reingeben. Kommutativ ist nicht sehr oft in der Welt vorhanden. Beim Kreis, auf der Kreislinie schon. Auf der Kreislinie schon, aber interessanterweise, und das ist eine Erkenntnis, die dann der große deutsche Mathematiker Felix Hausdorff ausgenutzt hat, bei der Kugel nicht. Hausdorff, ein Wunderkind schon immer gewesen. 1868 in Breslau geboren, hätte alles studieren können. Mathematik hat halt auch genommen, weil es für ihn das Interessanteste war, aber er war auch Dichter. Er war ein großer Anhänger von Nietzsche, aber hat nicht Nietzsche nachgeahmt, er hat eigene Werke geschaffen. Er war wirklich höchst begabt. Musste auch sein, er war nämlich Jude und in der damaligen Zeit hatten jüdische Mathematiker gar nicht so leicht die Gelegenheit, als Professoren anerkannt zu werden, hat auch große Schwierigkeiten gehabt, hat sich aber durchsetzen können, weil er wirklich brillant war im Denken, brillanter Denker. Dieser Hausdorff hat gesagt, das wissen wir bei der Kugel, ich habe da die Kugel, also zunächst einmal die Kugelfläche, meine sehr verehrten Damen und Herren, also die Oberfläche der Kugel, ob es dann eine Vollkugel ist, das ist dann eigentlich gar nicht mehr so spannend, aber wir schauen uns Hausdorffs Oberfläche der Kugel an und bei der Kugel kann ich drehen, sagen wir um den Winkel Alpha, das nennen wir die rote Drehung und da gibt es natürlich eine Gegendrehung, wenn ich nicht um den Winkel Alpha drehe, sondern in die Gegenrichtung drehe, um den Winkel sozusagen minus Alpha, aber ich schreibe nicht minus Alpha, es ist schöner, wenn man das mit Farben macht. Das Minuszeichen ist ein Teufel in der Mathematik. Alle Mathematikschüler wissen das. Das Minuszeichen ist gefährlich. Ist es auch wirklich? Es ist keine gute Erfindung gewesen. Man hätte lieber rote und schwarze Zahlen schreiben sollen. Das wäre besser. Also, es gibt die rote Drehung und die grüne. Und die grüne ist gerade die Gegendrehung zur roten Drehung. Aber es gibt auf der Kugel nicht nur rot und grün, und Vielfache davon, sondern die Kugel kann auch irgendwie in eine andere Richtung gedreht werden. Es gibt eine blaue Drehung, blau wie Beta. Und zur Beta gibt es natürlich auch die Gegendrehung.
die ist gelb. Also wir haben rote Drehung und grüne Drehung, die heben sich auf. Und blaue Drehung und gelbe Drehung, die heben sich auf. Dass sie sich aufheben, das deuten wir so an, dass wir sagen, rot und grün zusammen ergibt eigentlich, wenn Sie so wollen, eins, also nichts, das verdunstet. Und grün und rot verdunstet genauso. Und blau und gelb verdunstet. Und gelb und blau verdunstet genauso. Aber, und das hat Hausdorff festgestellt, wenn man die Drehungen richtig auswählt auf der Kugel, das sind die einzigen sozusagen Rechenregeln, die es gibt bei diesen Drehungen auf der Kugel. Sonst, wenn Sie rot zum Beispiel zuerst anwenden und dann blau, kommt im Allgemeinen etwas anderes heraus, als wenn Sie zuerst blau anwenden und dann rot. Die Kugel lässt einfach die Kommutativität fallen. Ja, alle Rechengesetze lässt sie fallen, bis auf diese vier, die ich aufgeschrieben habe. Alle anderen lässt sie fallen. So dass es dann also eine unglaubliche Vielfalt von Drehungen gibt. Also ich will Ihnen ein paar aufschreiben. Sie können rot drehen. Sie können zweimal rot hintereinander drehen. Sie können zuerst rot und dann blau drehen. Sie können auch rot und gelb drehen. Ist wieder was anderes. Sie können dreimal rot hintereinander drehen. Sie können rot drehen, dann blau drehen und dann wieder rot drehen. Sie können rot drehen, blau drehen, grün drehen. Da werden Sie sagen, aber rot und grün heben einander auf. Ja, aber wenn blau dazwischen ist, hebt sich's nicht mehr auf. Also höchst eigenartig. Man kann auch mit grün beginnen. Grün, 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 blau, grün, gelb, grün, 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 blau, rot, grün, blau, grün. Grün, blau, rot hebt sich nicht auf. Man kann auch mit blau beginnen. Da haben Sie also alle sage ich übertrieben, aber da haben Sie die Möglichkeiten, es gibt unendlich viele. Alle Kombinationen, die werden natürlich riesenlang und sind immer verschieden. Also da habe ich Ihnen jetzt so eine bunte Palette von Kombinationen von Drehungen aufgeschrieben. Und all diese Drehungen, die halt so fürchterlich kompliziert sind, möchte ich auch mit einem fürchterlich komplizierten Buchstaben bezeichnen, mit dem letzten Buchstaben des griechischen Alphabets, mit Omega. Klingt schön. Außerdem spürt man da die Kugel wieder, nicht Omega. Und nun macht Hausdorff mit diesen Drehungen auf der Kugel, mit diesen unglaublich vielfältigen Drehungen auf der Kugel, den gleichen Gedanken, den Cantor durchgeführt hat beim Kreis. Er sagt, es muss geben auf der Kugelfläche, eine Auswahlmenge. Kein Mensch weiß, wie sie aussieht. Aber die muss folgendermaßen gestaltet sein. Ein Punkt von dieser Auswahlmenge, wenn ich all die Drehungen von Omega durchführe, führt auf andere Punkte auf der Kugel, nie mehr wieder auf einen Punkt der Auswahlmenge zurück. Ein zweiter Punkt der Auswahlmenge, wenn ich da die Drehungen durchführe, führt auf beliebige Punkte der Kugel, aber nie mehr wieder auf einen Punkt der Auswahlmenge zurück, auch nie mehr auf einen Punkt zurück, der von anderen Punkten der Auswahlmenge durch die Drehungen erzeugt wird. So eine Auswahlmenge muss es geben, wo ich sozusagen die Basis habe all dieser Punkte. Wenn ich dann Omega, also alle diese Drehungen durchführe, bekomme ich die ganze Kugel. Diese eigenartige Auswahlmenge. Nun haben wir es ja folgendermaßen gemacht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir haben ja bei den Drehungen ein bisschen eingeteilt. Das habe ich schon von vornherein so vorbereitet. Wir haben ja mal die Drehungen, die mit dem roten Alpha beginnen. Also rot, 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 blau, rot, gelb, rot, 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 blau, rot, rot, blau, grün und so weiter. Aber sie beginnen immer mit dem roten Alpha. Das will ich das rote Groß-Omega nennen. Das rote Groß-Omega besteht aus allen Drehkombinationen, wo die erste Drehung das rote Alpha ist. Und jetzt fragen wir uns, was entsteht denn, wenn ich jetzt diese Auswahlmenge oben nehme und nur die Drehungen aus Rot-Omega anwende? Dann kriege ich natürlich nicht die ganze Kugel. Da kriege ich von der Kugel einen Teil. Wenn Sie so wollen, eine rote Kugelwolke. Das ist nicht die Kugel. Sondern nur ein Wölkchen von dieser Kugel.
Wir könnten natürlich auch betrachten die Drehungen, die mit dem grünen Alpha beginnen. Also grün, 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 blau, grün, gelb, grün, 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 blau, rot, grün, blau, grün. Ich muss immer grün anfangen. Das ist das grüne Omega. Ich frage mich, wenn ich die Auswahlmenge betrachte, was kommt denn heraus, wenn ich nur diese grünen Drehungen auf die Punkte der Auswahlmenge anwende? Dann kommt nicht die ganze Kugel heraus, natürlich nicht, sondern nur eine grüne Kugelwolke, so irgendeine. Und dasselbe natürlich, wenn ich blau beginne, Beta, Beta-Rot-Alpha, also blau, blau-grün, blau-blau, blau-rot-rot, blau-grün-grün, blau-rot-gelb und so weiter. Dann, wenn ich all die Punkte der Auswahlmenge nehme und all die Kombinationen, die mit blau beginnen, auf diese Punkte der Auswahlmenge anwende, bekomme ich eine blaue Kugelwolke. Und genauso bekommt man eine gelbe Kugelwolke, wenn man die Drehungen betrachtet, die mit gelb Beta beginnen und dann irgendwie weitergehen, dann bekomme ich eine gelbe Kugelwolke. Also das sind vier Kugelwolken. Wenn ich ganz ehrlich bin, muss ich Ihnen zugestehen, ich habe ein bisschen gelogen. Bei den Drehungen auf der Kugel ist es so, zwei Punkte bleibt bei einer Drehung auf der Kugel, bleiben zwei Punkte fix. Sie haben ja eine Drehung auf der Kugel, da haben Sie eine Drehachse. Diese Drehachse durchsticht die Kugel an zwei Punkten, an den Polen, wenn Sie so wollen. Und die Pole werden überhaupt nicht gedreht, die bleiben ja fest. Die müsste ich eigentlich sozusagen rausnehmen. Also von all den Drehungen aus Omega muss man immer die Pole immer wegnehmen. Das sind sehr viele. Es sind sogar unendlich viele. Aber es sind nur abzählbar viele, weil es gibt nur abzählbar viele Drehungen und abzählbar viele Drehkombinationen. Also wie viele Pole gibt es da? Abzählbar viele. Staub. Also ein bisschen bleibt noch Staub übrig. Also Sie haben die blaue, die rote, die grüne, die gelbe Kugelwolke und ein bisschen Staub. Aber den Staub, den können wir vernachlässigen. Das ist nur Staub. Vergessen wir den Staub. Das würde nur die Überlegung, die nämlich in Wirklichkeit wunderschön ist, nur verunzieren. Den Staub lassen wir weg. Es ist wirklich, der ist nicht wichtig. Das Wesentliche ist, alle Drehungen bekommt man, wenn man die Drehungen, die rot beginnen, mit den Drehungen, die grün beginnen, mit den Drehungen, die blau beginnen, mit den Drehungen, die gelb beginnen, zusammensetzt. Das heißt, wenn man die rote Kugelwolke und die grüne Kugelwolke und die blaue Kugelwolke und die gelbe Kugelwolke zusammensetzt, dann bekommt man die ganze Kugel. Also die Kugel entsteht, indem man rote Kugelwolke und die grüne Kugelwolke hineinschiebt und die blaue Kugelwolke hineinschiebt und die gelbe Kugelwolke hineinschiebt und ein bisschen den Staub noch. Aber den Staub lassen wir weg. Also die Kugel ist hier zerlegt worden in vier Kugelwolken. Und nun kommt der Trick. Ich stelle mir vor, ich betrachte die Drehungen, die mit dem grünen Alpha beginnen, und setze ihnen vor das rote Alpha. Das heißt, geometrisch gesehen, ich nehme die grüne Kugelwolke und drehe sie um das rote Alpha herum. Was macht das rote Alpha? Das rote Alpha sieht als nächsten Nachbarn neben sich das grüne Alpha. Ja, rot und grün, das sind Komplementärfarben, darum habe ich es auch gewählt, rot und grün, hebt sich auf, ist weg. Also, wenn Sie zum Beispiel dieses grüne Omega betrachten, Sie stellen sich vor, Sie schreiben immer rot Alpha davor, haben Sie zuerst einmal rot Alpha, grün Alpha, da wird überhaupt nicht gedreht. Oder dann haben Sie rot Alpha, grün Alpha, grün Alpha, Rot-Alpha, Grün-Alpha hebt sich auf und das zweite Grün-Alpha bleibt übrig. Oder Sie haben
Rot Alpha, Grün Alpha, Blau Beta. Rot Alpha, Grün Alpha hebt sich auf, Blau Beta bleibt übrig. Oder Rot Alpha, Grün Alpha, Gelb Beta. Rot Alpha, Grün Alpha hebt sich auf, Gelb Beta bleibt übrig. Und so weiter. Also, das Rot Alpha hebt das Grün Alpha, mit der das Grün Omega immer beginnt, immer weg. Was bleibt dann übrig? Eigentlich bleiben übrig alle möglichen Kombinationen von Drehungen. Alle. Bis auf die, die mit Rot Alpha beginnen. Warum? Es darf nämlich nicht sein, wenn Rot Alpha auf Grün Alpha folgt, dass dann nachher ein Rot Alpha aufgetreten wäre. Denn bei Grün Omega kann der zweite Buchstabe kein Rot Alpha sein. Denn das Grün Omega beginnt ja mit dem Grün Alpha. Wenn das Grün Omega mit dem Grün Alpha beginnt, kann nachher nicht das Rot Alpha kommen, weil die heben sich auf. Das würde gar nicht dort stehen. Also das Grün Groß Omega hat nie als zweiten Buchstaben die rote Drehung. Nie. Weil ja vorher die grüne Drehung war und die grüne und die rote heben sich auf, dann könnte ich es gar nicht hinschreiben. Da durch Rot Alpha Grün Groß Omega der erste Buchstabe, nämlich das Grün Alpha, wegfällt, fängt Rot Alpha Grün Omega mit dem zweiten Buchstaben von Grün Omega an und das ist nie Rot Alpha. Aber sonst alles andere. Ich glaube, ich muss es noch einmal formulieren. Also, stellen wir uns vor, wir nehmen die gelbe Kugel und drehen sie um das blaue Beta. Die gelbe Kugel ist gekennzeichnet durch die Drehungen, die mit dem gelben Beta beginnen. Das blaue Beta hebt das gelbe Beta, mit dem die gelben Drehungen beginnen, immer auf. Das heißt, durch das blaue Beta, das ich vorsetze, wird der erste Buchstabe bei den Drehungen im gelben Omega weggenommen. Blau mit Gelb zusammen verschwindet. Das heißt, es bleibt beim gelben Omega nur übrig, jene Drehungen, die mit dem zweiten Buchstaben beginnen. Denn der erste Buchstabe wird ja durch das blaue Beta weggenommen. Der erste Buchstabe ist nämlich das gelbe Beta. Der zweite Buchstabe ist sozusagen dann zum ersten Buchstaben geworden. Und der zweite Buchstabe kann fast alles sein. Rot Alpha, Grün Alpha, kann auch Gelb Beta sein. Aber Blau Beta kann es nicht sein. Warum kann es nicht Blau Beta sein? Der erste Buchstabe vorher war ja Gelb Beta. Da kann der zweite Buchstabe nicht Blau Beta sein, das hätte sich schon vorher aufgehoben. Sie sehen ja, beim gelben Omega wird nie der zweite Buchstabe ein Blau Beta sein. Weil Gelb-Beta und Blau-Beta ist ja 0, also ist 1, also verschwindet. Das heißt, Blau-Beta mit dem Omega kombiniert, ergibt alle möglichen Kombinationen, bis auf die, die mit Blau beginnen. Oder wenn ich das umschreiben kann, diese Gleichung, die ich da oben geschrieben habe, das weiße Omega, also alle möglichen Drehkombinationen, das weiße Omega ist, wenn Sie die zweite Zeile betrachten, das weiße Omega ist das rote Omega und das rot Alpha grün Omega addiert. Ich habe, wenn Sie so wollen, bei dieser Gleichung, bei der zweiten Gleichung kann ich es auch so formulieren, ich addiere auf beiden Seiten blau groß Omega. Wenn ich auf beiden Seiten blau groß Omega addiere, bekomme ich, dass dann rechts steht, weiß Omega ist gleich blau groß Omega plus blau Beta gelb Omega. Das ist eine algebraische Umformung, es ist nichts Besonderes dahinter. Und trotzdem steckt da was Besonderes dahinter. Schauen Sie sich diese erste eingerahmte Gleichung an. Alle Drehkombinationen bekomme ich, wenn ich die betrachte, die mit dem roten Alpha beginnen, und die betrachte,
die mit dem grünen Alpha beginnen, aber ich muss das rote Alpha davor setzen. Das heißt, geometrisch gesehen, die grüne Kugel wird zuerst um Rot gedreht. Und wenn ich die grüne Kugel um Rot drehe und dann mit der roten Kugel zusammensetze, bekomme ich die ganze Kugel. Also, ich tue es noch einmal erklären beim zweiten. Der rechteste Summand, blau Beta, gelb Omega, das ist, die gelbe Kugel wird um Beta gedreht. Alle Drehkombinationen bekomme ich, wenn ich die Drehkombinationen betrachte, die mit dem blauen Beta beginnen und zusammensetze mit den Drehkombinationen, die mit dem gelben Beta beginnen, wenn man vorher das blaue Beta geschrieben hat. Also wenn ich die blaue Kugel und die gedrehte gelbe Kugel zusammensetze, bekomme ich die ganze Kugel. Also um es noch einmal zu formulieren. Sie haben eine Kugel. Abstrakt gekennzeichnet durch das weiße Omega. Wir wissen, das weiße Omega zerfällt in vier Teile. In die blaue Kugelwolke, in die rote Kugelwolke, gekennzeichnet durch das rote Omega, in die grüne Kugelwolke, gekennzeichnet durch das grüne Omega, in die blaue Kugelwolke, gekennzeichnet durch das blaue Omega, in die gelbe Kugelwolke, gekennzeichnet durch das gelbe Omega. Wir drehen die grüne Kugel um Alpha, rot, und dann können wir die rote und die gedrehte grüne Kugel zusammensetzen, die rote Kugelwolke und die gedrehte grüne Kugelwolke zusammensetzen und bekommen die Kugel wieder zurück. Wir drehen die gelbe Kugelwolke um das blaue Omega, um das blaue Beta. Und jetzt können wir die blaue Kugelwolke mit der gedrehten und Beta gedrehten gelben Kugelwolke zusammensetzen und bekommen die Kugel zurück. Die ganze Kugel. Unfassbar. Jetzt können Sie sagen, naja, aber jede Kugelwolke hat doch ein Viertel vom Volumen der Kugel. Das kann ja nicht stimmen. Die Lösung besteht darin, die Kugelwolken haben kein Volumen. Denen kann man kein sinnvolles Volumen zuschreiben. Das sind einfach solche Wolken. Hausdorff hat gesagt, das sind zerklüftete Mengen. Kein Mensch kann sie sich wirklich vorstellen. Aber die Überlegung als solche, die stimmt. Und sie ist, wie Sie sehen, nicht einmal so kompliziert. Und wenn Sie sagen, na, das war mal doch zu schnell und hat einen Trick gemacht und das ist irgendwie falsch oder ich bin jetzt kurz eingedunkt und jetzt habe ich das nicht genau mit. Sie haben die Chance, es heißt MedSpace Wien und glaube ich, jedenfalls, Sie brauchen nur zu googeln, bei Videos, MedSpace und schon bekommen Sie den Vortrag, in 3, 4, 5 Tagen wird dieser Vortrag auf Video zu sehen sein und Sie können sich den Vortrag einmal ansehen und Sie können sich ihn sogar zweimal ansehen, dann haben Sie ihn verdoppelt, nicht? Genauso wie bei den Kugeln. Immer wieder. Und sich überlegen, was steckt dahinter, das mit dem großen Omega, mit diesem Spiel, mit den Buchstaben, die dann sich plötzlich aufheben. Das ist eigentlich der Trick dahinter. Jetzt habe ich Ihnen erzählt, Hausdorff hat das gezeigt für die Oberfläche der Kugel. Das ist dann keine große Kunst, dann betrachten Sie diese Oberflächen der Kugeln sozusagen in Schichten und immer kleiner werden diese Schichten, bis sie zum Kugelmittelpunkt kommen und machen sozusagen für jede Schicht das einzeln durch. Und tatsächlich haben das dann formuliert zwei polnische Mathematiker, der bedeutende Mathematiker Stefan Banach und sein Kollege Alfred Tarski, beide aus der sogenannten Lemberger Mathematischen Schule. Banach, der ein eigenartiger Mathematiker war, er war Autodidakt, hat das alles also sich selbst beigebracht. Und hat auch nie anständig richtig in seinem Büro gearbeitet, nie. Er wurde angestellt als Professor, aber war als Professor dauernd im Café.
Er war im sogenannten schottischen Café von Lemberg und dort hat er Empfänger, Studenten und Kollegen und dort haben sie dann Mathematik getrieben. Banach hat Kette geraucht, unendlich Kette geraucht. Also durch dieses viele Rauchen sind ihm die Ideen dann hochgekommen. Das hat ihm natürlich auch das Leben gekostet. Ja. Ja. Sehr, sehr jung gestorben. Ja. Und Alfred Tarski, sein Kollege, eigentlich hat er Teitelbaum geheißen, Tarski, also Jude natürlich, aber wollte mit dem Judentum nichts zu tun haben, hat das abgelehnt und hat sich Tarski genannt, weil Tarski klingt im Polnischen, als ob man ein Adeliger wäre. Polen sind zu einem sehr großen Teil adelig und Tarski wollte also so in diese Gesellschaft hineinkommen, ist auch zum katholischen Glauben konvertiert, obwohl er an sich selbst Atheist war, bis zu seinem Lebensende. Ein schreckliches Schicksal natürlich erlitten, weil er wollte kein Jude sein, aber man hat es ihm dann trotzdem gesagt, dass er einer wäre, musste natürlich dann emigrieren, hat große Schwierigkeiten gehabt, wegzukommen. Und die haben gesagt, das, was Hausdorff gezeigt hat für die Kugelhaut, das stimmt für die Vollkugel genauso. Sie müssen einfach von der Kugelhaut nur die Strahlen betrachten bis hin zum Mittelpunkt und sie nehmen statt dieser Flächen auf der Kugel oder was zerklüftete Flächen, nehmen sie einfach immer gleichsam diese pyramidalen Sektoren, die sie dann herausziehen. Dann stimmt das für die Kugel genauso. Also sie nehmen eine Kugel, eine Vollkugel, sie zerteilen die Vollkugel mit Hilfe dieser Drehungen. Sie müssen zuerst die Auswahlmenge nehmen, die habe ich jetzt nicht gezeichnet, aber mit Hilfe dieser Drehungen zerteilen sie sie in die Kugelwolken. Rot, Grün, Blau, Gelb. Die Grüne und die Blaue drehen wir, die Grüne und die Gelbe drehen wir, um Rot und um Blau. Und dann setzen wir sie zusammen und haben zwei Kugeln. Jetzt haben wir zwei Vollkugeln. Stellen wir uns vor, die sind aus einem Plastilinmaterial. Die picken wir wieder zusammen. Jetzt kriegen wir eine doppelt so große Kugel. Sie werden sagen, die ist ja nicht doppelt so groß. Die ist schon doppelt so groß. Also der Radius ist natürlich nicht doppelt so groß. Auch die Oberfläche ist nicht doppelt so groß. Und das Volumen ist doppelt so groß. Ja. Also da können Sie ganz klein anfangen. Und mit dieser Kugel dann weitergehen und weitergehen und weitergehen. Und sie wird immer größer und größer und größer. Immer größer und größer. Also Sie können ganz klein beginnen und bekommen zum Schluss eine riesengroße Kugel heraus. Nach endlich vielen Schritten, immer in endlich viele Teile zerlegt. Also die kleine Kugel ist so klein wie eine Erbse. Und wenn Sie das ein paar Dutzend Mal machen, nicht einmal so viel, kriegst du dann plötzlich eine Kugel raus, die ist größer als die Sonne. Sie können es natürlich auch umgekehrt machen. Das heißt, die zwei Teile betrachten, zurückdrehen, wieder zusammensetzen. Du kriegst eine Kugel, die ist so groß wie die Sonne. Sie teilen das und machen es kleiner, 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 kleiner. Und dann stecken sie die Sonne in die Hosentasche, weil sie ist so klein wie die Erbse. Ja, der Trick bestand natürlich darin, dass man diese Auswahlmenge hat. Ich will noch das erinnern. Also Cantor spricht davon, ich habe da den vollen Kreis, ich habe da diesen irrationalen Winkel, wo sich dann die Strahlen niemals wieder treffen und dann gibt es eine Auswahlmenge. Eine Auswahlmenge derart, dass wenn ich die Punkte der Auswahlmenge nehme und sie immer nach diesen Drehungen drehe, ich den ganzen Kreis bekomme und zwar genau Punkt für Punkt. Jeder Punkt der Auswahlmenge ist ein und nur ein Punkt dieses ganzen Kreises, wenn man ein paar dieser Drehungen durchführt. Das war sozusagen der Kern des Ganzen. Und kein Mensch weiß, wie diese Auswahlmenge aussieht. Und das war bei der Kugel dasselbe, nicht? Also Hausdorff sagt, ich habe die Kugelfläche, ich brauche zuerst die Auswahlmenge und dann habe ich diese vielen Drehungen, die kann ich schon beschreiben. Die Auswahlmenge, die ist sehr schwer zu beschreiben, die kriegt man nicht in den Griff. Man sagt nur, es gibt sie. Was heißt, es gibt sie? Was bedeutet, es gibt sie? Jetzt können Sie sagen, es gibt sie dann, wenn man mir es zeigt. Aber das ist nicht der Punkt, den die Mathematik sieht mit dem Begriff, es gibt sie. Es gibt sie heißt, sie ist denkbar.
wenn ich darüber nachdenken kann, komme ich in keine Widersprüche. Und das war die große Leistung des österreichischen Logikers Kurt Gödel, der bewiesen hat, wenn die anderen, wie man sagt, Axiome, also Grundsätze der Mengenlehre Cantors stimmen, wenn diese Axiome der Mengenlehre Cantors alle stimmen, dann komme ich auch in keine Widersprüche, ich komme in keine Widersprüche, wenn ich verlange, dass es auch eine solche Auswahlmenge gibt. Gibt in dem Sinne, dass sie logisch weiter konsistent bleibt als Theorie, die Mengentheorie. Das war die Leistung von Gödel, der gezeigt hat, dass dieses Auswahlaxiom, dass es diese Auswahlmenge gibt, nie zu Widersprüchen führen kann, wenn die kantorsche Mengenlehre ohne Auswahlaxiom auch zu keinen Widersprüchen führt. Ja, ohne Auswahlaxiom. Ich meine, wir haben dieses einfache Beispiel gehabt. Sie können sich erinnern, eine einfache Auswahlmenge haben wir gehabt, nicht? Sie haben da den Drittelkreisbogen, 120 Grad, das ist die Auswahlmenge, dieser weiße Kreisbogen, 2 mal 120 Grad auf diesen Kreisbogen angewendet, einmal 120 Grad und ein zweites Mal 120 Grad und Sie kriegen den ganzen Kreis heraus. Das ist das Wesen der Auswahlmenge. Jeder Punkt der Auswahlmenge wird nie in einen anderen Punkt der Auswahlmenge hineinfallen, auch nach Drehungen nicht von dem anderen Punkt. Und trotzdem wird der ganze Kreis erfasst. Und da sagt man sich, na, das ist klar. Und Gödel hat bewiesen, wenn das Linke klar ist, also wenn Sie das Linke glauben, dann gibt es keinen Grund, dass Sie das Mittlere und das Rechte nicht glauben. Also es ist jetzt mathematisch korrekt. Und trotzdem, meine sehr verehrten Damen und Herren, gibt es natürlich Leute, die sagen, das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Richard Feynman hat in seinem Buch, Sie glauben doch zu scherzen, Mr. Feynman, hat er gesagt, es sind ein paar Physiker zu ihm gekommen und haben gesagt, Bob, da gibt es dieses Paradoxon von Banach-Darsky. Eine Orange, ich zerlege sie irgendwie geschickt, ohne dass ich irgendwelche Tropfen fallen lasse, höchstens Staub, und dann kriege ich plötzlich zwei Orangen, gleich groß. Was sagst du dazu? Hat Feynman geantwortet, bestehen die Orangen aus Atomen? Haben sie gesagt, nein, nein, das sind mathematische Orangen. Dann hat Feynman gesagt, wenn es mathematische sind, dann ist es mir egal. Ja? Aber in Wirklichkeit ist das natürlich undenkbar. Aber vielleicht liegt es daran, dass es aus Atomen besteht. Aber es gibt doch die mathematische Kugel und wir sträuben uns dagegen. Wir sträuben uns dagegen, weil wir uns nicht vorstellen können, diese Auswahlmenge irgendwie zu haben. Wir sträuben uns dagegen, auch uns nicht vorzustellen, dass eine Wolke kein Volumen hätte. Das darf es nämlich nicht haben. Hätte es ein Volumen, dann würde ja wirklich es falsch sein, nicht? Dann würden die Kugel in vier gleiche Teile zerfallen, alle Volumens, glaube ich, also haben das Viertelvolumen und dann, wenn aus zwei Viertelvolumen wird, wird das ganze Volumen, das stimmt nicht. Aber sie haben eben kein Volumen, diese Kugelwolken. Der bedeutende deutsche Mathematiker Hermann Weyl hat gesagt, nein, der Punkt liegt daran, diese Auswahlmengen gibt es einfach nicht. Er hat das Auswahlaxiom nie akzeptieren wollen, nicht. Und dann fällt auch das Paradoxon zusammen. Nicht bei Hausdorff, auch nicht bei Cantor. Das Auswahlaxiom wird nicht akzeptiert. Dann ist die Welt in Ordnung. Aber wie ist es dann beim linken Beispiel? Da schaut es ja wieder ganz einfach aus. Also wo ist da die Grenze? Und meine sehr verehrten Damen und Herren, die Botschaft lautet, selbst beim linken Beispiel ist es nicht so einfach, wie es aussieht. Selbst beim linken Beispiel ist es nicht so einfach, wie es aussieht. Jetzt werden Sie fragen, warum ist es da nicht so einfach? Weil das ist doch klar, nicht von 0 bis 120 Grad und wenn ich das zweimal drehe, kriege ich doch den ganzen Kreis. Was soll da für ein Problem sein? Aber das muss so sein, dass ich auch das in Frage stelle, weil sonst würde ich ja in die Falle Gödels hineintappen, der sagte, wenn du das Linke glaubst, musst du das Mittlere und das Rechte genauso glauben. Es gibt keinen Grund, es nicht zu glauben. Es bleibt ja dann konsistent, wie Gödel sagte. Es kommt kein Widerspruch zustande. Also selbst beim Linken
ist es problematisch. Jetzt werden Sie mich fragen, Herr Taschner, jetzt müssen Sie uns erklären, was denn beim Linken das Problem ist. Mache ich. In einer Woche, wenn Sie nach oben kommen, ins Metzbiss, erzähle ich es Ihnen. Aber Sie werden sagen, nein, jetzt habe ich heute schon genug und ich mit viel Kugelwolken, jetzt muss ich also, jetzt, ich trinke aus einem Kugelglas, habe ich aus 2 Gläsern getrunken, habe ich aus 4 Gläsern getrunken, das ist dann sehr gefährlich. Nein, das... Es gibt noch eine andere Lösung, insbesondere wenn Sie interessiert, wie diese Diskussion zwischen den Mathematikern in den 20er Jahren gelaufen ist. Die spannende Diskussion, was kann ich mit dem Unendlichen machen und was darf ich mit dem Unendlichen noch nicht machen? Denn es ist ja im Wesentlichen der Begriff des Unendlichen, der dahinter steckt. Ja? Wenn Sie das wirklich interessiert, dann muss ich Sie verweisen, ab dem 29. Juli können Sie das nachlesen. Ab 29. Juli können Sie dieses Buch kaufen. Und da steht in den beiden letzten Kapiteln, steht dann das drinnen, wie damals die mathematische Community miteinander gestritten hat. Um diese Auswahlmengen, aber auch noch um viel mehr, nämlich um viel Grundsätzlicheres. Selbst um die Fragen, die sich Galilei gestellt hat. Und es war wirklich ein erbitterter Streit. Und das Schöne ist, der Streit ist nie entschieden worden, nie. Der ist einfach eingeschlafen. Heute sagt man sich, das Paradoxon von Banach und Tarski, ein bisschen wirr klingt es, aber wenn man den Beweis anschaut, schaut der sehr elegant aus. Und das ist für Mathematiker schon ein Grund, dass sie sagen, dann nehmen wir ihn zur Kenntnis. Und er schaut ja wirklich elegant aus. Also, außerdem, er ist so farbenfroh. Er ist, ja, und das passt wirklich rot und grün und blau und gelb. Das ist genau, wie es sein soll. Also, es ist fast zwingend, dass man fast dann die anderen bewundert, dass sie sagen, nein, wir glauben noch immer nicht daran. Und es gibt auch nur ganz wenige, die sagen, nein, ich glaube nicht daran. Ja. So, nicht einmal 1% der Mathematiker sagt das, weil dann wird nämlich die Mathematik, sagt man, sehr kompliziert, was gar nicht so richtig wahr ist. Aber ich will Sie also sozusagen für dieses Buch, und Sie können mir glauben, da kommen keine großen Buchstaben vor. Es gibt schon ein Groß Omega, aber nur in den Anmerkungen. Also es ist nicht kompliziert. Und normalerweise sind dann nur andere Geschichten drinnen, die auch wichtig sind, wie sie Kredite aufnehmen und ähnliches, das steckt auch drinnen. Und eine Zahl kommt aus der Kälte, das erinnert ein bisschen an Spionage, kommt auch drinnen vor. Aber das Wesentliche, das drinnen vorkommt, sind die beiden letzten Kapitel, wo dieser Streit beschrieben wird, wo Hermann Weyl gleichsam fast der Held dieser beiden Kapitel ist. Und Sie werden sehen, der Mann wird einem immer sympathischer und sympathischer, obwohl er so kritisch darüber nachdenkt. In dem Sinne danke ich Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass Sie uns zugehört haben, und wir machen aber trotzdem weiter. Wir werden weitermachen, schon im September dieses Jahres werden wir eine Vortragsreihe wieder beginnen, wobei ich mir vorgenommen habe, zu sprechen über die schönsten Fehler, die es in der Mathematik gibt. Denn das ist ja das Wunderbare, dass man in der Mathematik Fehler machen kann und aus den Fehlern so unglaublich viel lernen kann. Dass man in der Mathematik Fehler machen kann und aus Fehlern lernen kann, ist eigentlich sozusagen das die Essenz dessen, was Mathematik bietet. Es ist ja unglaublich fad, wenn jemand immer nur richtig rechnet. Ja? Solche Objekte gibt es ja, die nennt man Computer. Ja, das sind eigentlich nicht interessant. Interessant sind die interessanten Fehler und aus denen zu lernen. Das macht den Mathematikunterricht, würde ihn auch unglaublich spannend machen, wenn man die Fehler, man spricht sogar fast schon von Fehlerkultur, aber es ist ja schon fast alles Kultur. Also wenn man das richtige Fehlermachen auch richtig bewertet, in dem Sinne wird es auch so sein, dass, wenn alles wahr ist, wiederum wir ministeriellen Besuch bekommen, diesmal die Frau Unterrichtsminister, wo ich dann also über die schönen Fehler im Mathematikunterricht sprechen werde, und ich bin gespannt, was sie dazu sagen wird. Ich hoffe, sie wird etwas Wunderbares dazu sagen. Aber in dem Sinne darf ich Sie bitten, also dann am 25. September wieder hierher zu kommen. Wir hören nicht auf, wir machen weiter. Vielleicht ist es ein Fehler, aber es ist ein schöner Fehler. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Applaus